Niemand hatte damit gerechnet. Es gab keine Ankündigung. Es gab keine leeren Versprechungen. Es gibt kein Zurück. 2010 hat die Zukunft des Motorsports begonnen. Mit dem 911 GT3 R Hybrid. Das reicht uns, aber nicht. Mit dem Plug-in-Hybrid 918 Spyder haben wir gezeigt, was wir wollen. Wir wollen mehr. Wollen sehen, wie weit Porsche Intelligent Performance gehen kann. Wollen wissen, wie weit ein Hybrid nach vorne kommen kann. Also gehen wir auf die Rennstrecke und probieren es aus. Wie schon beim Porsche 917, dem Sieger der 24 Stunden von Le Mans 1971, mit einem Distanzrekord, der 39 Jahre lang ungebrochen blieb. Wäre also nicht das erste Mal, dass wir auf der Rennstrecke auf die besten Ideen kommen. Ergebnis? Das Rennlabor 918 RSR. Ein Technologieträger, der unter den härtesten Bedingungen getestet wird. Für die Zukunft des Motorsports und die Serienentwicklung. Optisch zitiert er den 917. Technisch wird man ihn selbst zitieren. Wieder hat niemand damit gerechnet. Das Rennlabor 918 RSR. Härtetest Zukunft.